Okay, warte. Diesmal schiebe ich ihn ganz rein. Was? Kommt. Was? Jetzt halt, nicht nochmal. Was? Ach, ich hab noch gar nicht. Nee, jetzt hab ich noch was. Ja. Jetzt hast du noch was. Okay. Take 1. Jetzt drauf. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute teste ich mal günstig versus teuer Produkte. Und ja, mit verbundenen Augen natürlich. Und wie war das, wenn ich ganz viel falsch hab? Wir sammeln heute Fehlerpunkte. Achso, ich bin nicht alleine. Ich habe noch eine Hilfe bei mir, sonst kann ich ja nicht, die Dinger ja nicht auf. Ich bin der Herr hinter der Kamera, der die Fäden im Hintergrund zieht. Ja, aber du wolltest jetzt erzählen, wie das ist. Bei diesem Spiel, Leute, gibt es nichts zu gewinnen. Wieso kriege ich kein nichts zu gewinnen? Weil wir heute Fehlerpunkte sammeln. Okay. Wir schauen, wie viele Produkte von dem, was wir hier heute mitgebracht haben, du richtig errätst, ob es die günstigen oder die teuren sind. Und je nachdem bekommst du dann einen Fehlerpunkt oder eben keinen. Ja, aber was ist, wenn ich alles richtig gemacht habe? Dann ist es gut. Ja, außer für euch, meine lieben Zuschauer. Denn wieso? Wieso ist das doch dann... Also wenn ich jetzt ganz viel falsch mache, dann kriege ich doch irgendwie eine Bestrafung, oder? Richtig. Aber wenn ich alles richtig mache, dann kriege ich doch keine Bestrafung. Das ist es ja. Das ist ja schade für die Zuschauer. Die wollen ja sehen, dass du leidest. Ja, ich aber nicht. So, okay. Also, das heißt, jetzt kriege ich die Augen verbunden. Genau. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Dann verbinden wir mal eben. Okay, was machst du da? Nichts. Ach, das ist so. Das sollte nur ein Reaktionstest sein. Deswegen haust du mich. Ja, okay. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe versehentlich gerade doch das Gesicht getroffen. Ja, toll. Immerhin eine Bestrafung, die wir vorweg erledigt haben. So, womit geht's jetzt los? Womit möchtest du anfangen? Ich meine, ist mir egal. Worauf bist du hungrig? Was Knuspriges, was Sahniges? Was Sahniges. Was Sahniges, gut. Dann werden wir jetzt gleich einmal die Produkte, die Sahne-Joghurt-Produkte ausprobieren. Ich halte sie gerade noch einmal in die Kamera, damit auch die Zuschauer wissen, was du da gleich verkosten wirst. Damit es kein... Oh, ich sehe überall so Punkte und so Ringe, so komische, schwarze. Gehört das dazu? Eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Soll ich mir Sorgen machen? Jetzt gib mir den Joghurt, oder was ist das? Also, damit nicht von den Geräuschen her erraten werden kann, was es ist, mache ich die Deckel von beiden vorher schon mal ab. Ach, das ist natürlich schlau. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das ist der große Joghurt. Ja. Das war richtig, ne? Gut, und jetzt fangen wir an zu probieren. Du darfst mir sagen... Wo bist du? Welches? Oh, das ist voll komisch. Das ist voll, wo ist denn dafür? Muss ich jetzt selber... Du darfst den Mund aufmachen. Ah. Alkohol. Möchtest du noch einen? Nee, ich dachte, gibt es nur... Du hast da Sahne. Ja, einfach den Mund aufmachen. Einfach. Ja. Ich mach mal kleine Schweinchen. Oh Mann, du kannst nicht brauchen. Möchtest du ein Tuch haben? Ach, scheiß drauf, ist egal. Okay. Ich würde direkt sagen, dass es der teure ist. Okay. Möchtest du nochmal den Gegenversuch? Ja. Also wenn du so fragst, habe ich ja schon richtig, oder? Nein. Achso. Du bist dir aber scheinbar ziemlich sicher. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Jetzt könntest du ja nochmal andere Meinung Jetzt nicht sagen. So viel, bitte. Das war Nein. Nein. Mach mal den Mund auf. Nee, nicht so viel, bitte. Das ist nicht so viel. Warte. Das ist genau der gleiche. Sicher? Du hast mir jetzt nochmal den gleichen gegeben. Habe ich das, meine Damen und Herren? Sie waren Zeuge. Das darfst du nicht, ne? Sie waren Zeuge. Das ist nicht erlaubt. Meine Damen und Herren, Sie waren Zeuge. Okay, dann war das der günstige. Richtig. War das richtig? Das war richtig. Habe ich das richtig erraten? Diese Runde geht an dich. Oh Mann. Klatsch doch noch mal. Das ist ja richtig eklig gerade. Kann ich das in meine Hose abwischen? Darfst du? Ist hier nicht irgendwas? Ich kann dir eine... Soll ich dir etwas... Oder du machst es so. Ja. So, okay, weiter geht's. Gut. Das war richtig? Das war richtig. Mann, bin ich gut. Also wisch ich doch beim nächsten Mal einfach an den Pullover. Oder an den Haaren, als so Schaumhaarstoff. Ja, riecht bestimmt auch lecker. Ja. Vor okay, weiter. Okay, jetzt will ich noch mehr. Morgen. Heute, richtig. Wir machen weiter. Okay.
Wenn wir schon beim Schokoladigen waren, finde ich, bleiben wir da auch. Schokobon. Richtig. Ja, das werde ich bestimmt auch. Wir werden jetzt die Kinder Schokobons versus Rewe beste Wahl Milchschokos testen. Und auch hier wieder die Voraböffnung. Naja, das kann ich bestimmt mitnehmen. Kannst du das Knistern nicht unterscheiden? Nein. Also damit solltest du dich nicht bei Wetten, dass bewerben. Nein. Wenn du das nicht kannst. Nee, schade, ne? Ja. Gut. Oh, mir ist warm unter dem Ding. Dann. Muss ich jetzt das ganze Teil essen? Ja, du darfst. Nein, ich will nur. Wo bist du? Hier. Okay. Achso, gib mir doch beide. Wieso? Okay. Ja, dann kann ich einmal so und dann. Wenn du dann noch weißt, welches was ist. Also ich kenne das ja auch so vom Fühlen. Das ist der Schokobon. Okay, und der andere? Das ist das Nachgemachte. Weil das... Oh, das ist das Nachgemachte. Das ist wieder richtig. Dann darfst du mir das einmal gerne geben. Cool, Mensch, finde ich gut. Ist dann, ja, der hungrige Mitbewohner. Hier soll ja nichts nicht verwertet werden. Oh, ich muss mal einen Schluck nachtrinken. Wo ist mein Red Bull? Scheiße. Du hast es fast links, noch ein Stück links. Ja, fast die. Ah, Mensch. Okay, weiter. Hast du Durst? Oder noch nicht? Jetzt habe ich gerade getrunken. Ach so. Und jetzt kannst du die Chips. Stimmt, also du hattest Durst. Mach die Chips. Gut, Chips. Mal echt gespannt, weil die schmecken, glaube ich, ziemlich ähnlich. Heute im Test Ringlies. Ja versus Funny Frog. Oh ja, steck mir die auf die Finger. Wenn das mit deinen Fingern wie passt. Wie bitte? Was soll das? Dann nehmen wir den kleinen. Okay. Du sollst mir den nicht auf den Daumen stecken. Warte. Das ist der günstige. Wie kommst du darauf? Weiß ich nicht. Das ist so schlecht verarbeitet. Das ist der teure. Das war der günstige und das war der teure. Schon wieder richtig. Ja, Mist. Das ist doch gut. Mensch, guck mal, ich habe das selbst drei Punkte beim Finger aufstecken schon gemerkt. Du merkst dir die Punkte, ne? Ja, ich merke mir die Punkte. Okay. Tja, ich habe das eben sogar schon gesehen, als ich die Tüte aufgemacht habe, dass sie ein wenig aus der Form geraten war. Echt? Ja. Siehst du, ich kannte die vorher gar nicht, aber ich fand, das hat sich schon so komisch angefühlt. Aber... Gut, möchtest du an dieser Stelle vielleicht schon eine Zuschauerempfehlung aussprechen? Schmecken die denn ähnlich gut? Nee, die schmecken überhaupt nicht. Also weiß man nicht frisch, was sie da machen. Also bis jetzt merkt man wirklich, welches das Original ist und welches wirklich eine Fälschung ist, weil das kommt dem ja nicht mal annähernd nahe. Das könnte noch spannend werden. Los, weiter, weiter, weiter. Wir machen weiter. Mit Negerküssen. Schoko. Schauenküssen, Entschuldigung. Das darf man ja nicht mehr sagen. Nicht in diesem Jahrtausend. Nein. Kann ich die mit dem Löffel? Ach nee, die kann ich nicht mit dem Löffel. Also ich muss ja auch von der Hand, wie sich das anfühlt. Sind die alle schwarz oder sind da auch weiße dabei? Das sind schwarze Schaumküsse. Gut. Ach, ich habe hier ja auch noch... Kekse, ne? Ja. 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 Ja, da bin ich auch gespannt. Ja. Oh, ich habe Nägel übrigens. Fällt mir gerade ein. Zum Glück. Hast du? Ja. Du bist Kuro. Vor dir stehen zwei Schaumküsse. Direkt vor dir. Oh ah. Ja. Ich wollte nicht, dass meine Finger sie anschmelzen darum. Warte mal. Man muss ja schon mal fühlen, ne? Also die fühlen sich tatsächlich... Oh. Ich würde jetzt von Dings her sagen, weil das schon abgegangen ist, dass das der günstige ist. Aber mal gucken. Das ist der teure und das ist der günstige. Ist das richtig? Nein, was? Das ist falsch. Ernsthaft jetzt? Ja. Das, was du zuerst gegessen hast, war der super Dickmann. Sehr stark. Jetzt muss ich ja gleich nochmal. Also doch hungrig.
Wie? Was? Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Das schmeckt ja viel besser. Meine Damen und Herren, die Ja-Schokoküsse. Die schmecken viel besser als die Dickmanns. Die sind der wahre Gewinner. Das ist doch nicht wirklich doch? Sicher. Ja. Okay. Wo bist du? Achso, du möchtest sie mir wiedergeben. Ja, was soll ich denn? Sonst wuschel ich doch da drin rum. Ja, ich dachte, du isst die auf. Nee. So ein Klebekram hier. Ja. Und was kommt jetzt noch? Jetzt? Es warten tatsächlich noch drei. Echt? Tests auf dich, ja. Was habe ich? Die hatte doch die Chips und... Du hattest die Chips, die Bonbons, die Dickmanns und den Pudding. Ach den so. Ich vorhin fälschlicherweise als Sahnejoghurt bezeichnet habe. Bitte nehmt mir das nicht übel. Wieso, was war das? Das war doch ein Sahnejoghurt. Es ist ein Schokodessert mit 14% Sahne. Also Sahnejoghurt. Ein Sahnepudding. Es ist ein Sahnejoghurt. So, mach, ich will weitermachen. Ach so, okay. Ach so. Okay, gut. Hast du denn jetzt schon ein bisschen Durst? Oder? Ja, mach. Ich probiere den Cola-Kiss. Aber ich denke mal, das wird man ja sicherlich sofort. Dazu muss ich aber sagen, ich habe diese Ja-Cola noch nie probiert. Du? Ach so, ja. Ja? Wir trinken Ja-Cola. Ja, aber hast du die schon mal probiert? Ja. Du meinst? Ja. Ja. Also hast du sie ja schon mal probiert? Ja, ich habe okay, ja alles klar. Ich noch nie. Naja, mal sehen. Ich habe mich irgendwas. Egal. Wir machen das. Wir klären das später. Irgendwas ist da gerade runtergefallen. Kleiner Fleckenteufel. Was ist denn das für ein großes Glas? Warte. Ja, ich warte. Ach so. Was ist denn? Ja, du musst das alles austrinken. Nein. Du solltest mir doch nicht das ganze Glas einschenken. Kann ich schon? Ja. Habe ich zwei Gläser? Ja. Okay. Warte, darf ich erstmal so? Das darfst du. Das ist die echte Cola. Wo ist das Getränk? Warte mal kurz. Das ist doch eine Zero-Cola oder sowas. Also das ist die echte Cola. Hallo? Ja. Ja, ist das richtig? Bist du dir sicher? Soll ich jetzt nochmal? Jetzt weiß ich es nicht. Nee, das ist die echte Cola. Ja, du hast eben nur beim Riechen zu der guten Coca-Cola gesagt. Bleh. Echt? Ja. Ja, und welche habe ich jetzt richtig? Nee, du warst tatsächlich falsch. Du hast dich dann zwar noch mal... Das ist die gute. Das ist die gute Cola. Also die echte. Ja. Und das ist die falsche. Und das ist die von ja. Cola kann nicht falsch sein. Da fehlt irgendwas auf jeden Fall. Also sie ist nicht verkehrt, aber irgendwie fehlt da was. Okay, habe ich das jetzt richtig gemacht? Nein. Wie nein? Naja. Hä? Deine erste Antwort war falsch. Echt? Ja. Ja, okay, gut. Dann habe ich... Also drei habe ich richtig und zwei habe ich falsch. Aber du zählst das mit, ne? Ich zähle das mit. Okay. Gut. Möchtest du einen Keks? Ja. Als Belohnung? Ja. Oder auch zwei? Ja. Gut. Ja. Dann nehme ich dir jetzt mal die Kekse weg. Okay. Gleich fliegen die Gläser doch noch. Okay, nein. Ich muss sie ja da runternehmen. Oh, mein Auge juckt. Jucken verboten. Das ist schlecht. Das ist hier ein Kampf mit der Rolle. Nein, du wartest. Was ist das, die Prinzenrolle, ne? Nein. Wieso nein? Das sind doch die Prinzenrollen. Ja, genau. Weil das Produkt von Ja auch Prinzenrolle heißt. Wie heißt es denn? Doppelkeksrolle. Ach so. Eigentlich heißt es nur Doppelkeks, aber es wird auch als Rolle verkauft. Sehr, sehr platzsparend, kompakt, ideal für Ja. Du sollst hier keine Werbung für Ja machen. Ach so. Da sollte ich die Drehanweisung wohl nochmal lesen. Ja, genau. Und vor allen Dingen kriegen wir da ja auch kein Geld von Ja, oder? Oder du? Also ich nicht. Vielleicht. Na toll. So. So, jetzt spielen wir noch einmal das Hütchenspiel. Damit ich auch nicht mehr weiß, welcher welcher ist. Darf ich das vorher anfassen oder ja, ist das gleich im Mund? Dann weiß man es doch. Wieso? Ich weiß es jetzt schon. Wieso? Weil das ist der Unechte. Gut, dann oder? Probier doch einfach. Warte. Das ist die Prinzenrolle. Nein. Das ist... Du hast dem Prinzen gerade den Kopf abgebissen. Hä?
Ich halte es einmal in die Kamera. Hier sehen wir noch deutlich den Prinzen, dem gerade, naja, nicht der Kopf, aber auf jeden Fall die Krone. Habe ich das jetzt nicht richtig erraten? Nein, du warst schon wieder falsch. Das ist nicht dein Ernsthaft jetzt. Also ich weiß ganz genau, was eine Prinzenrolle ist. Ja, möchtest du einmal die Augen aufmachen? Nee, jetzt, ich glaube dir ja, musst du ja glauben, die sehen das ja auch. Die sehen das ja auch. Vor allem auf, du hast sie bestimmt auf, aber kannst ja trotzdem nicht sehen. Ich habe die Augen auch zu. Ach so. Das ist die Prinzenrolle? Nein, immer noch nicht. Für mich ist das, also schmeckt ja, das hast du was vertauscht. Nein, ich habe es dir nur noch näher rangeschoben und vor allen Dingen sichtbar für die Kamera. Das ist das Original. Das schmeckt auch wie die Prinzenrolle. Das ist ja jetzt auch die Prinzenrolle. Oh mein, keine Ahnung, nee, das habe ich dann echt nicht gewusst. Also schmeckt dieser Doppelkeks echt gut. Also meine Damen und Herren, wie vorhin schon gesagt, ja, die Doppelkeksrolle, optimal für jeden Ausflug. Platz und kompakt sparend. Boah, was war noch? Was habe ich noch nicht geraten? Wir haben noch ein Produkt übrig. Nein, was ich noch falsch geraten habe. Cola. Du hattest verkehrt. Die Cola, den Schokokuss, den Doppelkuss. Den Schokokuss? Ach, ja. Schade, Schokolade. Schade. Apropos Schokolade, damit gehen wir nun in die letzte Runde über. Mehr ist da nicht. Mehr ist da nicht. Was ist es denn? Bist du etwa immer noch hungrig? Ja. Was ist es denn? Es ist eine Nuss-Nougat-Creme. Ach geil, kann ich das aufstechen? Darfst du. Aber erstmal mache ich dir den Deckel ab. Das ist die echte. Das habe ich jetzt nur so gesagt vom Hören. Das hört sich ja so an. Tja, dann müssen wir die gleich nochmal drehen. Dann ist hier dein Stechinstrument. Der ist spitzer. Dein Stechinstrument. Du darfst mit diesem Löffel zuhören. Aua! Wieso mit dem Löffel? Ich denke mit dem Messer. Der ist spitz genug. Ja, und jetzt hat ein... Warte, nicht auf meinen Daumen. Wo ist das? Ah, nee, ich darf ja noch gar nicht. Und jetzt reißt du. Hack nochmal. Nee, jetzt bin ich doch da voll sapschig. Ja. Holz hacken. Nochmal. Jetzt lass deinen Frust raus. Okay. Hier, nimm mal das Ding. Okay. Gut. Und jetzt? Brauche ich eigentlich einen neuen Löffel? Hattest du nicht da ganz viele? Ja, die sind alle schon benutzt. Jetzt ich habe doch noch gar nichts gegessen. Also jetzt den Pudding? Die sind alle, ja, dann gib mir doch den 14% Sahne hinein. Dann leck den Löffel einmal ab. Also, gut. Hast du den jetzt abgeleckt? Und einmal in die Kamera gehalten. Falls Kinder zusehen, man spricht nicht mit vollem Mund. Und man zeigt nicht mit Löffeln auf Dinge. Ach, weil ich hier gerade so einen schönen Klecks auf den Boden abfallen lasse. Hast du? Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Also ich muss dazu sagen, dieses nachgemachte Teil, das habe ich auch noch nie probiert. Also die Dings da, Bums, dann Nuss-Nougat-Creme. Kennst du die? Ja, die habe ich auch noch nicht gegessen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja? Ja. So, jetzt habe ich auch überall Schokolade an den Händen. Das hat doch was. Oh, ich muss Schluck trinken. Das muss die Öffnung. Okay. Gut. Fütterst du mich? Kann ich gerne machen, wenn du möchtest. Aber nicht, ich will nicht so einen ganz großen... Nee, nur so eine Ecke, okay? Oh. Okay, warte. Diesmal schiebe ich ihn ganz rein. Was? Komm. Und jetzt... Oh, das ist verrückt. Dann sagt, bitte nicht so viel. Das schmeckt ja widerlich. Das ist die falsche. Gib mir jetzt aber nicht so viel von diesem Dings. Okay. Diesmal nicht ganz so viel. Nee, bäh. Oh, widerlich. Mann, kannst du mal warten, bis ich die Mutter... Mann, oh, jetzt... Jetzt gib mir den Löffel. Okay. Also... Das schmeckt ja... Das ist genau das Gleiche. Du hast mir zweimal das Gleiche gegeben. Nein. Also die Kamera hat es ja aufgezeichnet. Der zweite Löffel... war definitiv etwas anderes. Okay, warte, der Nachgeschmack ist anders. Ich würde sagen, der zweite Löffel ist das echte. Bist du sicher? Ja. Du hast jetzt recht. Kann ich abnehmen? Du hast recht und darfst. Oh Mann, Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Vorsicht, deine Haare.
Nicht, dass die gleich. Oh, ich sehe aus wie Kurt Cobain, ne? Nee, wie heißt der? Nicht Kurt, du hast nein, gesagt. Nein, ich meine Kurt. Von Axl Rose, dieser. Ich weiß es nicht. Kennst du nicht von Guns N' Roses? Ja, okay, wie ist das denn jetzt? Aua, wie war das jetzt? Was habe ich alles falsch und was habe ich richtig? Wir können ja nochmal zusammenzählen. Oh Mann, jetzt gib mir mal ein Taschentuch. Ich habe gerade keins. Du wartest, bis wir das Video zu Ende gedreht haben. Die Zuschauer sollen doch auch ihren Spaß haben. Ja, toll. Sieht aus, als ob ich mich mit Kacke eingeschmiert habe. Mr. Henki. Der Weihnachtscode, das hier. So, okay, jetzt erzähl. Wie war das denn jetzt? Der Endstand schaut folgendermaßen aus. Ein Kabel im Hintergrund. Du hast richtig die Ringlis, die Schokobons und die Nuss-Nougat-Creme. Und den Pudding. Gut, das sind, hast du mitgezählt? Nee. Dann du noch mal. Hast doch dann nochmal. Wir haben den Pudding als erstes gehabt. Das ist ein Punkt für dich. Wir haben die Ringlis gehabt. Noch ein Punkt für dich. Wir hatten die Schokobons. Wieder ein Punkt für dich. Und der letzte Punkt für dich war dann eben die Nutella. Vier, ja. Vier Punkte. Gut. Und jetzt schauen wir mal, was du falsch hattest. Da wären die Cola, die Super Dickmanns bzw. ja, Schokoküsse, die Cola, den Doppelkeks. Und ja, warum bin ich eigentlich so begeistert? Das sind nur vier. Also ja, und vier nun? Und vier. Das ist ein gesunder Gleichstand. Wobei ein Gleichstand kann ja nie gesund sein. Also überlegen, ja, dann würde ich sagen, entscheidet ihr jetzt, ob ich eine Bestrafung kriege oder nicht. Und schreibt das in die Kommentare oder nicht. Nein, jetzt noch doch nicht. Noch einmal auf die Nase, nein. Nur für die Zuschauer. Ich komme da nicht mal ran. Ist das jetzt die echte Nutella? Ja. Okay. Sag du es mir. Das ist nicht die echte. Doch, das ist die echte. Scheiße, dann ist es ja doch noch falsch, Salvi. Also, wie ist es denn jetzt? Eine Bestrafung oder keine Bestrafung? Ich glaube, das dürfen die Zuschauer entscheiden. Okay, dann schreibt mir in die Kommentare, ob ich eine Bestrafung kriegen soll im nächsten Video. Oder lieber nicht. Ja, genau, warum ist hier der Red Bull eigentlich so? Schleichwerbung. Nee, das sollte keine Schleichwerbung sein. Okay, aber ich würde mich natürlich trotzdem über Daumen nach oben von euch freuen. Und ja, ich muss mich jetzt hier erstmal abwaschen. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Sagen wir dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh mein Gott.